Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil mit Mario Kart 8 Deluxe auf der Nintendo Switch mit mir von Lyric Gameplays als Hobby. Und ja, wir bleiben bei Global, wie sonst auch die letzte Zeit immer. Und bleiben auch hier bei dem, was ich sonst auch immer nehme. Außer ihr habt mal gewisse Wünsche, mit was ich fahren soll, dann schreibt es ab in die Kommentare. Dann mache ich das mal das nächste Mal bei der nächsten Aufnahmesession. Jetzt nehme ich erstmal, so gesehen, heute so 4-5 Teile auf. Das heißt, erst 6 Tage später oder sowas wird euer Wunsch dann in Erfüllung gehen. Aber das ist ja okay. Also falls ihr Wünsche habt, könnt ihr sie abgeben. Und wir nehmen zufällig. Schauen wir mal, wie gut wir uns behaupten können. Und mit wem wir alles hier mitspielen, wie viele Punkte die schon haben. So, die Variomin mit 150. Und ja, doch, sind wir doch sehr gut mit dabei von den Punkten her. Können eine interessante Gruppe sein. Leute, Amerikaner online. Ja gut, bei den Japanern ist gerade mitten in der Nacht, die schlafen alle. Na, jetzt habe ich nichts gekriegt. Das waren meine Münzen. Hey, ich habe eine Münze. Oh. Eieieiei. Boah, wer liegt denn da? Eine Banane. Direkt vor mich. Oha, da läuft es gerade aber überhaupt nicht gut für mich. Nein, jetzt habe ich nichts gekriegt. Wieder 12. Wie kann das sein? Oh, sonst rutsche ich hier immer. Das war jetzt blöd. Wieso komme ich nicht näher an den dran hier? Ich habe einen Stern gehabt. Da war noch nicht mal eine Warnung, dass so eine scheiß Kugel wie die kommt. Na toll. Bin auch noch 12. Das gibt's ja nicht. Nee, das lief überhaupt nicht gut. Das lief nicht gut. Oha. Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass ich 12. werde. Ich glaube, das ist das erste Mal für mich beim Online-Spiel, dass ich 12. wurde. Und ihr wart dabei. Na gut, nicht so ganz. War ja nicht live, aber... Okay. Ab jetzt läuft es besser, hoffe ich doch. Jeder Anfang ist schwer.
Heißt die da unten links klein? Ist die im Realen auch so klein? Das wäre niedlich. Oh. So eine F-Zero-Welt da. Big Blue. Gespiegelt. So, mein Kater sucht sich jetzt Platz zum Schlafen. So, los geht's. Zeigen wir mal, wer wir sind. Juhu, nichts gekriegt. Was soll der Mist? Was ist hier los? Bombe. Was war das denn jetzt? Ich habe gar nichts gesehen. Oh, sag mal. Was jetzt schon? Na toll. Na, das wird nichts mehr. Oder verstopft? Zumindest werde ich nicht letzter, vielleicht. Oh. Och Mensch! Das darf doch echt nicht wahr sein! Alter, was geht denn hier ab? Ich meine, ich bin jetzt zwar nicht letzter, aber... Du meine Güte! Ich kann ja machen, was ich will. Da wurde ich als getroffen, ey. Aber auch so kurzfristig, dass man, falls man reagieren könnte, dass ich noch nicht mal reagieren konnte. Das war nicht fair. Nee, gar nicht. Meine Güte, ey, das war echt heftig. Na gut, schauen wir mal, ob es jetzt besser läuft. Ich meine, wir haben uns ja schon gesteigert um einen Platz. Ein Platz ist natürlich nicht viel, aber wir haben uns gesteigert. Die Braunhaarige ist ja genauso quinsig. Ach, die Käselandschaft, die mag ich überhaupt nicht. Das ist meine unbeliebteste Strecke irgendwie. Die mag ich nicht. Na gut. Zehnter schon wieder. Gibt's nicht. Elfter. Ja, leckt mich doch am Arsch.
Was? Hier ist der blaue Stern explodiert? Alter, was ist? Geht hier ab? Was ist das hier für eine Truppe? Das gibt's doch nicht. Banane. Wow. Toll, nichts gekriegt. Summer. Ich bin noch nicht mal selbst schuld für den ganzen Kram. Dafür kann man gar nichts. Dafür kann ich jetzt schon was. Oh, schon wieder Elfter. Das gibt's ja nicht, ey. Was ist das für eine Truppe? Ich meine, hier kennt ja keiner jemanden oder sowas, ja? Aber das ist ja das reinste Rumgerangel, keine Ahnung. Da hat man echt null Chancen. Meine Güte, was ein Spiel. Ja, so eine Truppe hatte ich auch noch nie, dass ich hier nach und nach eigentlich nur 12. und zweimal 11. werde. Das ist ja echt heftig. Aber ich kann auch nichts machen dagegen. Irgendwie hat man hier durchgehend, keine Ahnung, Beschuss von hinten oder von der Seite oder man wird weggestumst oder was weiß auch immer. Durchgehend ist irgendetwas. Mhm. Knochen, trockene Düne. Leute, Amis. Na gut, 20 Uhr hier. Ja gut, da ist in Amerika gerade noch Nachmittag oder so. Der Anfang läuft eigentlich ja immer relativ gut. Da komme ich ja immer wieder doch so ein bisschen weiter vor. Aber dann? Na toll. Dann läuft immer irgendetwas schief. Boah. Und ich werde ständig vom grünen Schildkrötenpanzer getroffen, ey. Passiert echt so viel. In meinen anderen Gameplays irgendwie bei Mario Kart ist nie so viel passiert. Auf andere Richtung. Oh, zu weit oben. Hey, ich bin Dritter. Ich
Sogar mal Zweiter. Legt er doch tatsächlich voll eine Bombe ab, ey. Und schon wieder kriege ich nichts. Na toll. Und das in der letzten Runde. Ja, wollte ich gerade sagen. Juhu, jetzt hab ich die Bombe mal nicht erwischt. Na, immerhin. Vom 11. endlich mal auf den 3. hochgestiegen. Juhu. Zumindest bei der letzten Strecke in diesem Video. Meine Güte, ey. Was eine Truppe. Okay, wir sehen uns morgen. Das war Mario Kart 8 Deluxe auf der Nintendo Switch mit mir von Nöhe Gameplays als Hobby. Und euer Eindruck wird mich auch mal interessieren. Könnt ihr ja unten in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, morgen. Auf Wiedersehen und die 4 Sekunden, wie immer.